Eingang zum Café. Hallo? Öffnen. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, wir sollen dann ins Café wegen Anna. Ich würde gerne hier draußen eher noch mal ein bisschen rumgucken. Mitarbeiterin. She pulls the look off a lot better than I could. Naja, ist halt so Goth-Style. Möchtest du auch sowas tragen, Sam, oder was? Würde dir bestimmt stehen, vor allem die schönen Haare. Da. Hey, don't remember seeing you in town before. Passing by? I was born in Basswood. I was raised in Basswood, though I left for a few years. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. Ja, also ich denke mal, wenn man möchte, kann man es vermutlich schon irgendwie schaffen, wegzuziehen. Leben woanders, in einer anderen Stadt, wäre ja auch nicht so, ist ja auch nicht bestimmt so teuer, oder? Ich weiß, keine Ahnung. Handyman for hire. Arbeit gesucht. I imagine there's a lot more people looking for work nowadays. Handwerker sucht Aufträge. Flexible Arbeitszeiten und Bezahlung. Tüchtig und gut mit Werkzeug. Reparaturen, Malarbeiten, Umzüge, alles. Keine Dachdecke oder Elektroarbeiten. E-Mail Tyler Shift. Tyler Swift? Von Tyler Swift? Also heißt sie nicht Taylor Swift? So. Ich habe keine Ahnung. Könnte eventuell eine Anspielung sein. Oh, das war aber schön hier durch den. Wenn man hier durch die Pfützen geht, dass man das so hört. Dann so plätschert. Tracks and Tunes. Annas Lieblingsladen. Sie ging jeden Monat in die LP-Abteilung. Sorry, we're closed. Naja. Da arbeitet Anna. Ja, da will ich jetzt eigentlich auch noch nicht reingehen. Ich will jetzt auch nicht mit der Quatsch. Ach Gott, ich weiß gar nicht. Ich will nicht irgendwie immer überall rein und dann habe ich Angst, dass ich den Rest irgendwie dann nicht sehe, weil dann plötzlich es weitergeht. The perfect toy for a kid who only had imaginary friends. Können wir eigentlich rennen? Ja, okay. Na, dann würde ich zuerst ins Now, I can't just have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of, you're still in town. Ich mag den einfach nicht. Wer war das? Ja, wir können den ja eventuell dann selbst befragen. Heute schon Dennis gesehen oder ich verlasse die Stadt bald? Ja, ich verlasse die Stadt bald. I'll be leaving as soon as I can. Probably. I don't like that probably. I can't tell you to move along, but I suggest it strongly. Trust me, I get it. You were only in one fight last night because I stopped most of the others. Sam, I like you, but you're a hornet's nest. You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. Huh. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. It takes a while to clear it out. That person you were talking to? Who's that? A lost soul. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I try to be understanding, polite, but it's hard when no one is polite back. People call you
pig or fascist just for doing your job. Declan, I've got places to be. Right. Don't need me gabbing at you all day like I was Christina or something. Woo! That girl could talk. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. Ja, also dem wollte ich jetzt nicht bei seinem Scheiß hier zuhören. Sorry, aber wenn der hier rumheult, nee, ich kann ihn einfach nicht leiden. Okay, Declan. Aber wir können mit dem hier nicht reden, mit dem Typen. Sieht auch ein bisschen aus, als wäre er jetzt plötzlich auf Drogen oder so. Graffiti sieht frisch aus. Der künstlerische Wert darf bezweifelt werden. Double... Du. Keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Was haben wir hier noch? Haus zu verkaufen. Jones hat schon wieder... vor 4 Jahren versucht es zu verkaufen. Welches Haus denn? Das? Sieht ja nicht besonders schick hier aus, ne? Muss ich mal so sagen. Graffiti... zeigt... dass nicht jedes Graffiti das Werk von Vandalen ist. Achso, ja, das sieht schön aus. So, was haben wir hier noch? Ich denke mal, hier geht's dann vermutlich auch nicht weiter. No luck so far, but I should keep digging around. Oh, ich wollte das wenigstens mal austesten. Okay, also der hat auch Dennis nicht gesehen. Ah. Es ist halt die Frage, ob überhaupt jemand. No luck so far, but I should keep digging around. Someone must have seen Dennis. Es ist die Frage, ob wir überhaupt jemanden. Hallo? Ja, finden, der Dennis gesehen hat. Hier haben wir noch irgendwie eine. Ich wollte sagen, hier haben wir eine Kirche, aber das ist anscheinend die. It's not worth it. No one works on a Sunday. Well, no one except me. Das ist die Zeitung, bei der wir gearbeitet haben, okay? Schild. Viele Unternehmen haben der Stadt den Rücken gekehrt. At least the Basswood Jungle is still standing. Naja, naja. Oh, mal gucken, ob was es hier hinten gibt. Und hier irgendwas. Ist hier irgendwie. Kann man da drüber? Nee. Leider nicht. Okay. Hier sind noch ein paar Graffitis. Und hier kann man bestimmt auch nicht rein, ne? Nope. So haben die dann hier das überhaupt gemacht? Das sieht so verdächtig aus irgendwie. Okay, also dann würde ich sagen, gehen wir zuerst in den Drugstore. Cathys Arbeitsplatz. Ach, stimmt. Die Mutter von Joanne war ja nicht Anna, sondern Cathy. Ich war gerade verwirrt. Ja, dann können wir erstmal in den Drugstore reingucken, würde ich sagen. Ja. Stand vor 2 Jahren, kurz vor der Schließung, stand da noch. Dann gehen wir da mal rein und gucken mal. Vielleicht finden wir jemanden, der Dennis gesehen hat. Yo, get out the way. Aus dem Weg? Oder tut mir leid? Naja, aus dem Weg. You move. I'm the one coming in. Shh, fuck you. That's enough. Cathy and Hugh were both at the wake. I should talk to them. Lassen wir uns doch hier nicht gefallen von dem kleinen Rollstuhl, 50% off. Nice. Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs. Ah, der Beruf klingt ja echt toll.
Schmerzmittel nieder, wenn man sie braucht. Schlaftabletten sollten mit Vorsicht eingenommen werden. Okay. Hier ist doch die, die war doch gestern auch da. Tara, genau. Oh, Sam, you here to pick up something for your condition? I have a condition? Yeah, the one that makes you the way you're always so you. It's all right, of course. I won't tell anyone. I think I might actually have leaky gut. It's where your intestine starts to dissolve and your half-digested food starts. Why not ask the pharmacist? And let him know I might have something like that? Ew, he's basically a stranger. Look, have you seen Dennis? I saw him yesterday. We exchanged pleasantries. At the wake? Oh, I saw you too. Given his condition yesterday, he might have come in here. You walloped him. Why not ask the pharmacist? I'll just check the internet when I get home. It'll tell me what to get. It was nice talking to you, Tara. Was it? Die ist so weird, aber auf so eine irgendwie sympathische Art und Weise. Ich kann es gar nicht sagen. Es ist wirklich, wirklich schwer zu beschreiben. Gut, also es könnte sein, dass ich finde den Namen wirklich schwer auszusprechen, den gesehen hat hier, eventuell, wenn er heute da war. Junk Food, das in einem Drugstore verkauft wird. Kontraintuitiv. Reminds me of a girl I met. She could only eat chips when she had stomach aches. Oh, was haben wir hier noch? Wanderwege, einige der besten im Bundesstaat. Hiking is an activity best done alone on a Sunday afternoon. Naja, alleine ist ganz schön langweilig, finde ich, aber naja, gut. Sam ist eh ein bisschen merkwürdig. Klatschmagazin, reiner Wohlfühljournalismus, okay. Außerdem ist Sam ja eigentlich, wenn man das mal so nimmt, nie alleine. Er geht ja immer mit sich selbst dann wandern. Basswood-Ansichtskarten. Der beste Blick auf Basswood, den man kriegen kann. Okay, hier ist noch Cathys Glas. Oh, jetzt ruckelt's gerade. Ein handgemachtes Geschenk von Joanne. Hässlich, aber süß. Bug made that for Mother's Day years ago. And Cathy still keeps it with her. Ach, das ist doch niedlich. Tagebuch aktualisiert. Schale mit Süßigkeiten. Strategisch platziert, damit Kinder sich hier wohler fühlen. Ah, dafür stehen die Süßigkeiten in meinen Apotheken. Ich bin immer gerne in Apotheken gegangen. Vermutlich deswegen. Nicole. Zu arm zum Bleiben, zu arm zum Wegziehen. Das wäre eine tolle Überschrift für einen Artikel. Anna sollte über Nicole schreiben. Das ist eine echte Basswood-Geschichte. Oh, naja. Naja. Manchmal ist es schwer zu sagen, ob Declan versucht, eine Auseinandersetzung zu verhindern oder eine anzuzetteln. Cathy. Joanne hat es für ihre Mutter gebastelt, stand da gerade. Das war ein Geschenk zum Muttertag. Cathy hat es all die Jahre aufgehoben, obwohl die Farben verblasst waren und sich ihr alter Chef beschwert hat, dass so ein Krimskranz nicht in eine Apotheke gehört. Selbst Joanne sagt, dass sie nicht verärgert wäre, wenn es verschwinden würde. Aber Cathy wird es nie wegwerfen. Es ist schon so lange hier, dass es ein Eigenleben entwickelt hat. Bald wird Joanne das auch tun, ein eigenes Leben haben. Aber das Glas wird bei Cathy bleiben. Mit der Kerze im Inneren, die nie angezündet wurde und wohl auch nie angezündet werden wird. Ja, das ist... Ja, es ist halt was Kinder so basteln, ne? Halt nie schön. Aber hat immer... vielleicht emotionalen Wert, ja. So, können wir mit Cathy quatschen? Ich meine, die ist ja hier gerade im Kundengespräch. Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. Ah, können wir nicht. Okay. Anzeige zum Tag der Bergleute. Keine Miene, aber ein Tag der Bergleute. Traditionen sterben nur langsam in Basswood. Miner's Day always ends up exactly the same. Relaxing in its constancy.
Plakat zu Depressionen. Wurde auch Zeit, dass darüber gesprochen wird. Ja, das stimmt. Haben wir hier noch? Diabetes, control it. Don't let it control you. Okay. Ah, die Musik ist hier echt so typisch Amerika. Irgendwie schön. Gefällt mir. Apothekerdiplom. Aufgehängt, um die Kunden zu beruhigen. Ja, und um sein eigenes Ego zu streicheln, vermutlich. He looks like those doctors you see on commercials. Ja, das stimmt, aber er ist ja kein Doktor, er ist ja nur Apotheker. Naja. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Ich hatte einen Filmriss, davon habe ich gehört. Ich habe einen heftigen Kater. Oh, ich habe einen heftigen Kater, würde ich sagen, oder? Oder ich hatte einen Filmriss. Vielleicht eher, dass wir einen Filmriss haben. Ja, doch, ja. Honestly, I don't remember last night. You saw me blackout drunk. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl, I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys, but you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. Ja, das sehen ja nicht viele so. sie müssen nicht nett sein. Inwiefern? Ja, ich würde mal nachhaken, oder? Das andere ist alles so ein bisschen negativ. Und er ist ja sehr freundlich zu uns, also sind wir auch mal freundlich zurück, finde ich. How do you figure? The mind was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover, but I find in some cases, time is the best medicine. Hey, sag das einmal, wenn man einen richtig dollen Kater hat. das sagt meine Mutter auch. Ja, ne. Ich soll nichts nehmen, ich schwöre allem ab. Ja, ich schwöre allem ab. Last night was a wake-up call. I'm gonna try focusing on clean living. Everything is poison. All that matters is the dose. Now you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? Warum Basswood? Haben Sie mit dem Fest zu tun? Ja, kann man ja nochmal nachfragen, oder? Warum Basswood? I have to ask. Why move here, of all places? You know, here, Basswood. A blink and you miss this town. People move out of Basswood, not in. The town I used to work in had 100 other pharmacies in it. Oh, you'd make sales. But you don't get to know anyone, ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. Ja, er ist ja schon alt, ne? Also ich meine, für den Lebensabend ist es ja ganz schön, vielleicht in so einer kleinen Stadt. Kann ich mir schon vorstellen, irgendwie. I heard you're helping out with the celebration today. Naturally. It's the town's biggest homegrown tradition. I've become quite a fan myself. I never got into it. No. A celebration of hard work and building something with your own two hands? It's quite romantic. I'm from Florida myself, but it has that universal appeal. If it works for you. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? Ja, natürlich. Sure thing. What is it? I knew I could count on you. I was hoping the Basswood Jungle could run a piece about me.
You see, some of the older folks see me as an outsider still. Can't say I'm surprised. I'll try and remember to ask next time I talk to him. I really appreciated the chat, but I'm afraid it's time I get back to work. Do come see me again. Okay, also stimmt das da hinten mit dem Apothekerdiplom, dass er quasi nur sein Ego selbst streicheln will? Jetzt möchte er auch noch in die Zeitung, der Gute. Naja. Aber er ist ja immerhin freundlich. Ja, was haben wir hier Neues? Er hat eine klare Meinung zu meinem Artikel. Er glaubt fest daran, dass er etwas Gutes bewirkt hat. Da ist er vielleicht der Einzige in der Stadt. Das ist kein Zufall. Schließlich ist er nicht hier aufgewachsen. Ja, das stimmt wohl. Joa, also. Huch. Anna, arbeite einen Großteil des Tages im Café. Ich würde wirklich gern reden, wenn du noch hier bist. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg ins Café erstmal und quatschen mit Anna. Vielleicht finden wir jetzt irgendwie noch was heraus, wo Dennis ist, oder? So, ich renne jetzt hier mal ein bisschen. Ich hoffe, ich habe sonst nichts übersehen. Hier waren wir ja überall schon, deswegen würde ich sagen, ja, gehen wir ins Café, aber das mache ich jetzt vermutlich dann in der nächsten Aufnahme. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Ja, beim nächsten Mal. Gucken wir, was hier drin abgeht. Oder wie... Ja, beim nächsten Mal gucken wir, was hier abgeht. Ich denke, das wird gespeichert haben. Und ja, ich sage, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.